pathetic planet from the face of the galaxy. The Force fights with me. Get on those gun turrets. To me. All Republic forces, pull back! It is too late to retreat, Admiral. There is no escape for us. You are strong, child, but I will break you. I'll never fall to the dark side. This is but a taste of the dark side. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play Knights of the Old Republic. Wir sind in der letzten Folge auf Manaan gelandet und nun starten wir unsere Entdeckungsreise. Den haben wir hier, einen Händler. Ja. So. Was kaufen? So. Beziehungsweise verkaufen. Ja, das auf jeden Fall auch. Obwohl. Naja, solange wir noch Geld haben, behalte ich mal alles. Erst wenn Geldknappheit ist oder kein Platz mehr haben, können wir ja was verkaufen. So. Aha. Wie kann ich helfen? Ihr wollt mit mir sprechen? In der Tat. Ich habe euch beobachtet. Ich wollte wissen, welche Fortschritte ihr gemacht habt, seit ihr von Master Zar unterrichtet werdet. Ich denke, wir beide kennen den wirklichen Grund für euer Verhalten. Ihr gebt wohl nie auf. Ich gebe zu, dass ich an euch interessiert bin. Ich finde euch faszinierend. Aber es ist nicht so, wie ihr denkt. Ihr seid mit einer großen Gabe gesegnet. Ihr beherrscht die Macht wie nur wenige. Und mich schaudert es, wenn ich daran denke, wie ihr sie einsetzen könntet. Ich mache euch nervös. Habt ihr auch Schmetterlinge im Bauch? Was? Ich... Nein. Natürlich nicht. Zumindest nicht so. Ihr seid auf eine Weise gefährlich. Ihr könntet der Retter der Galaxis sein, oder aber ihr könntet Verderben über uns alle bringen. Ich weiß, dass ihr vielen Versuchungen widerstehen konntet auf dem Weg zur hellen Seite. Das ist äußerst lobenswert. Aber ich befürchte, ihr könntet von diesem Weg abkommen. Ihr müsst sehen, was die dunkle Seite in ihrer Gänze darstellt. Denn dagegen kämpfen wir. Nur ein Jedi-Meister kann dies in all seiner Weisheit wirklich erklären. Aber ich werde mein Bestes geben und versuchen, es euch verständlich zu machen. Was wollt ihr damit sagen? Nichts ist einfacher, als dem Zorn oder der Versuchung nachzugeben, um die Macht zu destruktiven Zwecken zu missbrauchen. Doch diese Dinge führen geradewegs zur dunklen Seite. Die dunkle Seite ist heimtückisch und wächst, je näher ihr an sie heranrückt. Sie bettelt darum, sich ihr zu ergeben und ihre fürchterliche Macht entfesseln zu dürfen. Und es wird von Mal zu Mal schwieriger, ihr zu widerstehen. Wenn ihr aufhört, ihr zu widerstehen, ist es zu spät. Sie wirbelt euer Inneres durcheinander und verwandelt euch in eine Karikatur eurer selbst. Mir scheint diese Versuchung nur zu gut zu kennen. Ich bin nicht weniger widerstandsfähig als jeder andere auch. Der Unterschied ist lediglich, dass ich über eine Ausbildung verfüge und ihr nicht. So wenig das am Ende vielleicht ändern wird. Man muss sich nur die Verbrechen ansehen, die von denen begangen wurden, die unter dem Einfluss der dunklen Seite stehen. Dann versteht man das Grauen der dunklen Seite in all seinem fürchterlichen Ausmaß. Millionen Tote und Unzählige, die leiden müssen. Was für ein Charakter muss man haben, wenn man solche Taten auch noch mit Stolz ausführt? Ich könnte mir nicht vorstellen, jemals selbst solche Dinge zu tun. Und das macht die dunkle Seite so heimtückisch. Wenn ihr nicht aufpasst, seht ihr all die kleinen Schritte nicht mal, die zu ihr führen. Bis es zu spät ist. Es ist leicht zu glauben, man selbst sei dagegen immun, habe sich vollständig unter Kontrolle, sei wachsam und weitblickend. Wenn wenigstens das wahr wäre. Wie, glaubt ihr, sind die Sith so mächtig geworden? Es gibt viele Jedi, die der dunklen Seite erlegen sind und sich ihrer Sache angeschlossen haben. Kann es eine größere Waffe geben, als einen Gegner von der eigenen Sache zu überzeugen? Sein Wissen gegen seine früheren Freunde zu verwenden? Wir werden schwächer und sie immer stärker.
Also müssen wir uns stärken und alles tun, was nötig ist, um die dunkle Seite zu bekämpfen. Selbst wenn die Schlacht irgendwann einmal ermüdend wird. Alles tun, was nötig ist. Zum Beispiel? Ich weiß nicht. Unsere Zukunft ist durch die Schatten der dunklen Seite vernebelt. Aber ich spüre etwas Gefährliches in diesen Schatten. Worte allein können uns nicht vor der dunklen Seite bewahren. Wir sollten uns wieder unserer letzten Aufgabe widmen. Ich hoffe, dass wir alle stark genug sind, wenn die Zeit reif ist. Okay. So, jetzt hätte ich mich beinahe verlaufen. So. Hier geht's. Okay. Da muss man lang. Schöner Brunnen. Okay, was ist im Besucherbereich? Grüß Gott, Herr Druide. Ah. Müssen wir mit dem erstmal reden. Halten Sie sich an die Gesetze hier auf Manan, Mensch. Halten Sie sich an die Gesetze hier auf Manan. Willkommen auf Manan. Ich hoffe, dass ihr während eures Aufenthaltes alle Außenweltler Gesetze befolgt. Keine Sorge, ich halte mich an die Regeln. Die Landegebühr beträgt 100 Credits. Die Gebühr ist bei jeder Landung auf Manan fällig. Andernfalls dürft ihr Arthus sie nicht betreten. Also gut, hier ist die Landegebühr. Die Handels- und Tourismusbehörde von Manan dankt euch, Außenweltler. Hier habt ihr einen Reiseführer und einen Stadtplan. Angenehmer Aufenthalt. Tore von Arthur City stehen euch nun offen. Ihr könnt kommen und gehen, wann ihr wollt. Solltet ihr den Planeten verlassen, ist die Landegebühr erneut fällig. Okay, verstanden. Okay. Als erstes sollten wir zur republikanischen Enklave gehen. Und dazu müsste ich erstmal wissen, wo die ist. Hier geht's zum Ost. Da ist der Freund da. Okay, hier geht's nach Osten. Ostbereich. Die Kolte-Verteilungszentrale oder was auch immer das ist. Und hier geht's zum westlichen. Also die Stadt besteht aus vier Teilen. Dem westlichen Bereich, das westliche Zentrum, das östliche Zentrum und den östlichen Bereich. Wir waren gerade im westlichen Zentrum. Zur Stadtmitte von Arthur halt im Westbereich. Das ist jetzt der allgemeine Westbereich. Okay. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Oh. Mensch, ich möchte mit euch sprechen, wenn ihr Zeit habt. Nebenquests. Also, er heißt Nico Bars, er fällt durch hier in Arthur und die schwimmende Stadt ist wunderschön, nicht wahr? Es ist ein wahres Wunder, dass ich hier schauen darf. Ihr seid so großzügig, Mensch. Die Schönheit von Manan ist sehr verletzlich. Unser Ökosystem ist komplex und empfindlich. Und ich fürchte um einen Planeten. Wovon redet ihr? Es gibt etwas, um das ich euch bitten möchte, Mensch. Jedi. Ich fürchte, ich kann mich sonst an niemanden wenden. Was soll ich tun? Ihr könnt euch sicher sein, ihr werdet reich entlohnt werden, Mensch. Ich benötige nur Informationen, sonst nichts. Die Republik heuert Söldner an zu. Viel mehr Söldner als üblich. Als Regierungsbeamter der Selkaf ist das für mich sehr besorgniserregend. Wir wissen, wodurch diese Änderung in der Politik der Republik bedingt ist. Warum benötigt ihr mich dafür? Ich kann sonst niemandem vertrauen. Die Republik möchte offenbar ihr Geheimnis wahren. Ihr habt schon oft nachgefragt, wurde aber stets abgeschmettert. Ach ich. Den Sith kann man auch nicht vertrauen, um eine genaue Beschreibung der Geschehnisse zu erhalten. Sie würden nur die Wahrheit verdrehen, sodass es ihnen zum Vorteil wird. Und die Söldner sind sich des hohen Solls in ihnen die Republikzeit wohl bewusst. Sie würden sicherlich über nichts berichten, das die Zahlungen auf ihre Kosten gefährden könnte.
Findet heraus, was hinter den Aktionen der Republik steckt und ich werde euch 500 Credits bezahlen. Die Republik würde sich nie an illegalen Aktivitäten beteiligen. Aber gut, wenn dieser Zelkath besorgt ist, können wir der Sache nachgehen. Bitte, versucht die Antworten zu finden, die ich suche. Findet heraus, warum die Republik so viele Söldner anheuert und wohin diese verschwinden. Findet heraus, warum sie nicht zurückkehren. Ich kümmere mich darum, Niklos. Sobald ihr Informationen habt, kommt sie mir zurück. Ihr könnt mir glauben oder nicht, aber ich bin ein Freund der Republik. Wie auch immer die Wahrheit aussieht, ich werde alles tun, um die Interessen der Republik und natürlich die Interessen der Zelkath. Ja. Und wir sind hier wo? Naja. Ah, nächster. Seid gegrüßt, Mensch. Mein Name ist Shaelas. Ich habe gehört, dass ihr kein Freund der Sith seid. Ist das wahr? Die Sith sind eine Geißel für die ganze Galaxis. Obwohl wir wohl wenig gemeinsam haben, Mensch, teile ich eure Abneigung gegenüber die Sith. Sie haben meine Familie großen Schmerz zugefügt. Ich bin kein Narr. Ich weiß, dass die Sith unsere Gesetze weniger respektieren als die Republik. Wenn es nach mir ginge, würden die Republik gegen Malak unterstützen. Hier. Aber leider sind mir die Hände gebunden. Ich weiß, dass die Sith böse sind und ich habe Angst vor dem, was sie meinem Volk antun werden oder bereits antun. Wovon redet ihr? Viele Zelkath sind verschwunden, Mensch. Die meisten von ihnen waren Jugendliche, die diesen Planeten einmal führen sollten. Auch meine eigene Tochter, Shaza, ist verschwunden. Seit die Sith hier sind, verschwinden unsere Töchter und Söhne. Es kann kein Zufall sein. Die Sith führen etwas Böses im Schilde, Mensch. Ich fühle es. Ihr möchtet, dass ich untersuche, was mit dem Verschwinden der Zelkath auf sich hat? Ich gebe euch 500 Credits, wenn ihr herausfindet, was mit meiner Tochter und den anderen jungen Zelkath passiert ist. Das ist nicht viel, aber ich habe keine offizielle Befugnis in diesem Fall und mein Privatvermögen ist begrenzt. Ihr seid meine einzige Hoffnung. Die Agenten der Republik werden von den Sith beobachtet und die Regierung von Arthur City übernimmt nichts, solange es keine Beweise dafür gibt, dass die Sith etwas mit den Vorfällen zu tun haben. Ich werde dieses mysteriöse Verschwinden aufklären, Shaelas. Oder Shaelas. Ich weiß nicht, wo ihr mit eurer Nachforschung beginnen solltet, aber vermutlich haben die Sith hinter mir. Vielleicht wissen die Außenwälder in der Söldner-Enklave etwas. Informiert mich, sobald ihr etwas herausfindet, Mensch. Wenn ihr mir sagt, was mit meiner Tochter und den anderen jungen Zelkath passiert ist, bekommt ihr euer Geld. Gut. Also. Die erste. Okay, die erste Nebenquest ist im Zusammenhang mit der Hauptquest. Also, während wir in der Hauptquest einen bestimmten Ort aufsuchen, können wir machen. Die zweite ist ein bisschen länger. Aha, aha. Ah, okay, da müssen wir dann in die... okay, das können wir auch später in der Hauptquest machen. Ja. Gut. Es gibt noch eine dritte Nebenquest, die wir hier annehmen können. Also eigentlich gibt es noch zwei, aber die eine ist mehr mit... Also, wir haben noch einen Brief gekriegt auf Tatooine, der uns hier hinführt, aber das ist eine Kopfgeldjagd, wo eigentlich... laut meiner Lösung nur rote, also dunkle Seitepunkte einbringt. Und da wir eh genügend Männer wie ihr sind in den Reihen der Sith stets willkommen. Euer Angebot ist ziemlich gut. Aber ich habe ein paar unangenehme Dinge über euch Sith gehört. Ist es wahr, dass ihr Taris in Schutt und Asche gebombt habt? Wir sind im Krieg. Gräueltaten sind unvermeidlich. Eines solltet ihr euch überlegen. Falls wir diesen Krieg gewinnen, seid ihr dann für oder gegen uns? Das ist ein guter Punkt. Ich habe noch nie einen Auftrag mit Vorauszahlung abgelehnt. Sehr gut. Meldet euch morgen in der Botschaft der Sith zum Dienst. Ah, die werden schon ein paar Leute da. Okay. So. Okay, wie gesagt, eine Nebenquest wäre nur Kopfgeldjagd mit... Punkte. Und außerdem führt uns diese Kopfgeldjagd zu allen möglichen Planeten, die es gibt. Und da ich keine Lust habe, Planeten zu besuchen, die ich schon kenne, lassen wir das mal sein. Okay, das müsste die... Nee, was haben wir hier?
Gericht. Ah, okay, hier ist das Gericht von Athos City. Decken wir es mal schon mal gescheit auf. Die Republik respektiert den Frieden in Athos City, euer Ehren. Aber die Sith sind ein gewalttätiges Volk. 3 meiner Soldaten liegen auf der Krankenstation. Wären eure Soldaten nicht so unfähig, wären sie jetzt nicht verwundet. Soll ich meine Soldaten etwa bestrafen, weil sie einen fairen Kampf für sich entschieden haben? 6 gegen 3 haltet ihr für einen fairen Kampf? Die Sith sind Feiglinge, die nur angreifen, wenn sie in der Überzahl sind. Die Empörung der Republik ist mir wohl bekannt, doch alle Zeugen haben glaubhaft versichert, dass auch eure Soldaten gewaltbereit waren. Sie wurden provoziert, euer Ehren. Die Sith haben diesen Kampf herausgefordert. Drohungen stellen in den Augen dieses Gerichts keine ausreichende Provokation dar. Worte kann man ignorieren, genau das hätten eure Männer tun sollen. Die Republik und die Sith tragen zu gleichen Teilen der Schuld an dieser Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Ich sollte alle Beteiligten einsperren, da jedoch keine Selkar verletzt wurden, werde ich gegen eine Zahlung von jeweils 10.000 Credits Gnade walten lassen. Die Sitzung ist geschlossen, aber ich warne euch, zukünftig wird das Gericht nicht so nachsichtig urteilen. Ja, Republikaner, warum lässt ihr euch immer wieder provozieren? Ihr kennt doch die Sith. Naja, was will man machen? Besonders, wenn man weiß, wie die Selkaf reagieren. Und? Oh. Sind wir im Geschäft? Das ist eine Menge Geld. Gibt es da etwas, das ihr mir nicht sagt? Sei nicht so misstrauisch. Die Republik ist großzügig. Wir bezahlen unsere Söldner sehr gut. Das klingt sinnvoll. Gut. Ich bin dabei. Wann geht es los? Komm einfach morgen zur republikanischen Botschaft und rede mit dem Botschafter. Er hat bestimmt einen kleinen Auftrag für dich. Ich dachte schon, das wäre der Typ aus Tatooine. Hab mich wahrscheinlich geirrt. So. Okay, hier scheint alles aufgedeckt. Bis auf den hier. Was haben wir hier? Das Gefängnis. Na, da gehen wir wieder weg. Nicht, dass wir eingesperrt werden. So, speichern. Okay. Das war der westliche Innenhof. Das westliche Zentrum haben wir eigentlich auch schon komplett aufgedeckt. Da gehen wir mal hier rein und decken das auch mal auf. Oh, hier sind Sith-Soldaten. Interessant. Achso. Okay, das ist nur ein kleiner Gang. Mit lauter Selkaf und Menschen. So, aber ansonsten ist ja alles aufgedeckt. Dann können wir uns zum östlichen Zentrum aufmachen. Oder zum östlichen Innenhof, was weiß ich. Das nervt langsam. Ah, da rennen sie ja. Hier mal stecken bleiben. So. Oh, was haben wir hier? Die Tage eurer geliebten Republik sind gezählt. Bald wird Malaks Armada auch Coruscant unterwerfen. Spar dir deine Drohungen, Sith Bastard. Malak würde die Kernwelten niemals angreifen. Nicht, wenn die Flotte der Republik auf ihn wartet. Du bist ein Narr. Wenn die Sith über Coruscant kommen, wird unsere Armee den Himmel verdunkeln. Die galaktischen Senatoren werden erzittern und Malak auf Knien um Gnade anflehen. Du unterschätzt die Entschlossenheit der Republik. Bevor wir Coruscant aufgeben, sterben wir. Das lässt sich einrichten. Vergiss nicht, was auf Taris passiert ist. Malak könnte dasselbe mit den Kernwelten machen. Das würde er nicht wagen. Du solltest uns nicht unterschätzen. Immer diese Provokationen. Was haben wir hier? Supermarkt, wie das klingt. Was willst du für das Zeug, Talwag? Für ein D-Sith ein Monatsgehalt, aber da du der Republik dienst, gebe ich mich mit einem Wochenlohn zufrieden. Danke, Talwag. Bis nächste Woche. Ah, wieder ein Republik. Sag schon. Boah, ich meine Sprache. Befürworter, Unterstützer.
Halt jemand, der mehr zur Republik steht als zu den Sith. So, was haben wir hier? Eine Tür. Ah, okay, hier geht's zu einem Hotel. Ah, okay, das haben wir auf der Karte gesehen, sag ich. Hier gibt's auch noch eine Nebenquest, die wir aber erst auf einem der späteren Planeten annehmen. Okay, hier geht's zur republikanischen Botschaft. Ah, decken wir erstmal. Nee, na, durch. Ja, wahrscheinlich eh nicht viel sein. Der Bereich noch und dann geht's hier wahrscheinlich. So. 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 Escort. Okay. Durchgang und da geht's dann zum östlichen Teil. Da können wir dann danach hingehen. Jetzt aber erst einmal zur republikanischen Botschaft. Im östlichen Teil wird dann wahrscheinlich die Sith-Botschaft sein und noch die letzte Nebenquest, die wir annehmen werden. So. Ah, okay, die Nebenquest, die nächste, ist relativ einfach. Im Grunde genommen nur eine Unterhaltung. So, okay. Aufdecken. Kann ich einfach durchgehen? Gesperrt. Dann reden wir mal mit dem einzigen, der einen Namen hat. Herr Roland Wann. Willkommen auf Manaan. Ich bin Roland Wann. Als offizieller Vertreter der republikanischen Botschaft auf diesem Planeten stehe ich republikanischen Bürgern mit Rat und Tat zur Seite. Warum verladen eure Soldaten so viel Kolto? Kolto ist ein wertvoller Rohstoff, vor allem wegen seiner Heilkräfte. Gerade in Kriegszeiten ist Kolto von unschätzbarem Wert. Die Selkart lassen uns das Kolto abbauen, um die medizinische Versorgung unserer Soldaten an der Front zu gewährleisten. Natürlich genießen die Sith dieselben Privilegien. Wenn es doch nur einen Weg gäbe, die Sith zu übervorteilen. Aber die Selkath beharren auf ihrer Neutralität. Sie wollen keine der beiden Kriegsparteien bevorzugen. Ich hätte ein paar Fragen über die Stadt Atum. Eto City ist bezaubernd. Ein Paradies im Wasser. Denkt daran, dass in der Stadt die Selkath mit harter, aber gerechter Hand herrschen. Wenn ihr euch an ihre Gesetze haltet und den Frieden wahrt, habt ihr nichts zu befürchten. Ich nehme an, ihr habt bereits einen Reiseführer erhalten. Alles, was ihr wissen müsst, steht in eurem Reiseführer, werter Jedi. Meine Zeit erlaubt es mir nur selten, das Gelände der republikanischen Botschaft zu verlassen. Warum verladen eure Soldaten so viel Kolto? Obala, Kolto das hat mir wenn es aber das, ich bin im Dienste des Rates der Jedi unterwegs. Vielleicht könnt ihr mir behilflich sein. Gewiss. Ich werde tun, was in meiner Macht steht. Aber ich bin nur ein einfacher Diplomat der Republik. Ich glaube kaum, dass ich dem Jedi-Rat helfen kann. Ich suche eine Sternkarte, das Überbleibsel eines alten und längst vergessenen Volkes. Eine uralte und vergessene Rasse? Hier auf Manaan? Ihr wisst etwas darüber? Vielleicht. Aber wenn ich euch helfen soll, müsst ihr mir einen kleinen Gefallen tun. Was soll ich tun? Wir haben Eto City mit einem Amphibiendruiden überwacht. Leider wurde er beschädigt. Er hat einige Aufnahmen der Stadt gemacht, bevor ihn diese phyraxanischen Haie vertrieben haben. Leider gab es beim Auftauchen ein Problem und der Druide wurde deaktiviert. Er ist zwar noch aufgetaucht, aber wir konnten ihn nicht rechtzeitig bergen. Die Sith haben aus uns unbekannten Gründen Druck auf die Selkath ausgeübt. Auf diese Weise gelang es ihnen, uns lange genug aufzuhalten, um den Druiden selbst bergen zu können. Natürlich sind alle Daten des Druiden verschlüsselt. Die Sith werden einige Tage brauchen, um den Code zu knacken. Sie haben ihn jetzt seit 12 Stunden. Wir müssen uns beeilen. Wo ist der Druide? Die Sith haben ihn in ihre Botschaft hier auf Manaan gebracht. Der Druide wird schwer bewacht. Da wir keine Soldaten entbehren können, brauchen wir dringend jemanden, der unseren Druiden befreit. Könnt ihr uns helfen? Wie soll ich in die Sith-Basis gelangen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in die Basis der Sith einzudringen.
Alle Wege führen zum Ziel, aber ihr solltet euch, wenn es geht, auf eine Möglichkeit konzentrieren. Ihr könnt beispielsweise dem Verhör eines Sith beiwohnen. Wir haben ihn aufgegriffen, als er in unsere Basis eindringen wollte. Momentan wird er in unserer Enklave festgehalten. Mit etwas Glück verrät er uns vielleicht die Zugangscodes für die Basis der Sith. Bis jetzt leistet er heftigen Widerstand. Klingt nach einer guten Idee, den Gefangenen zu verhören. Aber schauen wir uns erstmal noch. Warte, gibt es noch andere Möglichkeiten? Uns ist eine Kiste mit leeren Datenkarten in die Hände gefallen. Die Sith verwenden sie für ihre Zugangskarten. Leider sind die Karten verschlüsselt. Aber wenn ihr geschickter seid als unsere Ingenieure, könnt ihr den Code vielleicht knacken. Das macht man nett. Was gibt's noch? Die Zelkath haben den Sith ein Landungsdeck im Haupthangar reserviert. Sith, die Manaan besuchen, landen auf diesem Deck und fahren dann mit einem Speeder zum Eingang der Sith-Enklave. Der Spion, den ich vorhin erwähnte, hatte eine Zugangskarte zu diesem Hangar. Er wird zwar streng bewacht, aber einen Versuch ist es wert. Hier ist die Karte. Die Sith-Basis wird schwer bewacht. Sollten die Sith euch bemerken, seid ihr schneller tot, als ihr denkt. Lasst euch das gesagt sein. Mit dieser Zugangskarte kommt ihr in unsere Anlage. Dort findet ihr alles, was ihr braucht. Ihr könnt selbst entscheiden, wie ihr vorgehen wollt. Hauptsache, ihr bringt uns die Datenaufzeichnung zurück. Also, was schlagt ihr vor? Ich denke, wir werden den Gefangenen verhören. Eine gute Entscheidung. Aber quält ihr nicht zu sehr. Wir brauchen ihn noch. Viel Glück. Wenn ihr die Datenaufzeichnung des Druiden gefunden habt, bringt sie hierher zurück. Anschließend besorge ich euch die gewünschten Informationen. Okay. Das war eine lange Unterhaltung. So, jetzt sprechen wir mal mit dem... Da ist er drin. Nicht sehr gesprächig. Ah, hat Roland euch geschickt? Ihr sollt den Gefangenen verhören, oder? Na, hoffentlich lassen euch eure Jedi-Kräfte nicht im Stich. Der Kerl ist verdammt zäh. Er ist ein Sith-Spion. Wir haben ihn vor der Basis aufgegriffen. Er kam uns gleich verdächtig vor, also haben wir ihn verhaftet. Die Zelkaths wissen natürlich nichts davon. Dummerweise haben die Sith den Kerl verdammt gut konditioniert. Bis jetzt haben wir kein Wort aus ihm rausgekriegt. Was haben sie mit ihm gemacht? Die Top-Agenten der Sith sind gegen Machtangriffe weitgehend immun. Sie können ihren Geist abschotten, damit ihnen die Macht nichts anhaben kann. Ziemlich raffiniert. Außerdem durchlaufen alle Sith ein Verhörtraining. Es kann also Monate dauern, bis der Bastard sinkt. Wollt ihr ihn jetzt verhören? Ja. Gegen gewöhnliche Verhörmethoden und Machtmanipulationen ist dieser Bastard vielleicht immun. Aber wir kennen ein paar Tricks, die euch gefallen werden. Als er uns das erste Mal aufgefallen ist, war noch ein Mann bei ihm. Vermutlich auch ein Spion. Dummerweise ist er entkommen. Wir haben in seinen Taschen einige persönliche Dokumente entdeckt. Offenbar ist er mit einer Frau namens Tela verheiratet. Wir haben seine Daten überprüft. Sie scheinen in Ordnung zu sein. Momentan ermitteln mehrere Agenten in der Sache. Aber noch stehen wir ganz am Anfang. Fangen wir an. Okay, aber zuerst solltet ihr wissen, wie ihr vorgehen könnt. Ich habe hier ein Wahrheitsserum. Mit dem Zeug bringen wir ihn in kürzester Zeit zum Reden. Die Sache hat nur einen Haken. Gegen geringere Dosen ist er aufgrund seiner Ausbildung immun. Und wenn wir ihm zu viel verpassen, erkennt sein Körper, was wir vorhaben, und schottet sein Gehirn ab. In diesem Fall müssen wir ihm sofort ein Gegenmittel injizieren. Dummerweise gibt es auch dabei ein kleines Problem. Das kommt mir bekannt vor. Ich sag nur, Gedächtnisverlust. Das ist zwar insofern gut, als dass ihr ihn immer wieder dasselbe fragen könnt, aber wenn ihr übertreibt, vergisst er möglicherweise alles, was wir wissen wollen. Na, fangen wir an? Ja. Hey du, wach auf. Wir wollen mit dir reden. Ihn verhören. Was wollt ihr? Entspannt euch, ich bin nicht hier, um euch zu drücken. Nicht? Ihr lügt. Ihr arbeitet für die Republik. Wir sind die Einzigen, bei denen ihr jetzt noch einen Platz habt. Die Sith werden dir nie wieder vertrauen, Spion. Du hast nur noch uns. Also beantworte endlich unsere Fragen. Niemals. Ich bin ein Sith. Ich sage nichts. Eure Republik ist schwach. Ihr seid am Ende. Wenn ihr redet, können wir dafür sorgen, dass es sich für euch lohnt. Glaubt ihr wirklich, dass ich auf eure falschen Versprechen reinfalle? Haltet ihr die Sith für so schwach? Irgendwann gehört uns ohnehin alles. Ich möchte euch nicht wehtun, außer ihr zwingt mich dazu. Ihr habt ja keine Ahnung, wie grausam die Sith sein können, Jedi. Ich habe keine Angst vor euch. Versuchen wir was anders. Was wollt ihr? Was wir wissen von eurem Partner. Was soll das heißen?
Wir brauchen euch eigentlich nicht wirklich. Euer Partner wird uns ohnehin alles sagen, was wir wissen Langsam wollen. Langsam gibt der Bastard nach. In ein paar Stunden haben wir ihn weichgekocht. Stimmt. Die Sith sind stärker als ihr. Ihr könnt uns niemals brechen. Wenn ihr es nicht verratet, wird es euch noch leicht... Ich werde nicht reden. Die Sith sind stärker, als ihr euch vorstellen könnt. Vielleicht geben wir euch an die Sith zurück und behalten nun ihn hier. Sie würden dir aber nie glauben, dass wir dich haben laufen lassen. Tja, wer glaubt schon einem potenziellen Verräter? Das könnt ihr mir nicht antun. Sie würden mich grausam foltern und hinrichten. Versuchen wir etwas anders. Was wollt ihr? Vielleicht sollten wir etwas bezüglich Taylor unternehmen. Taylor? Woher wisst ihr von ihr? Wir könnten dafür sorgen, dass ihr beide ein angenehmes Leben in der Republik führen könntet. Ihr wollt mich bestechen? Wenn ihr denkt, dass ein Sith für Credits zu den Verlierern überläuft, seid ihr dümmer, als ich dachte. Redet oder sonst, könnt ihr etwas Schlimmes zustimmen. Nein, niemals! Mist, er ist bewusstlos. Okay, machen wir das. Ihn hören. Was wollt ihr? Okay, Taylor. Wo? Wir haben sie bereits gefangen genommen. Wir könnten sie verschonen, wenn ihr redet. Ha, das ist... Ja, okay. Ihr wollt mich bestechen. Macht... Nicht? Die Sith. Niemand. Ihr habt ja... Langsam gibt... Mist. Nicht? Die Sith. Was wollt ihr? Gebt ihr schon auf? Ein bisschen hält er doch noch durch. Kommt wieder, wenn ihr es nochmal versuchen wollt. Der Kerl ist noch lange hier. Okay, ich werde jetzt so lange rumprobieren, bis es klappt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich versuche das so aufzunehmen, dass es am Anfang der nächsten Folge mit seinem Geständnis weitergeht. Tschüss!